Das ist der Daniro. Der Daniro, der spielt gerne Videospiele, so wie Final Fantasy 7 Remake. Das macht ihm schon richtig Spaß. Und deswegen macht der Daniro auch ein Let's Play davon. Das bedeutet, dass der Daniro immer seine Videos bearbeitet, bevor er sie hochlädt, mit einem schönen Intro oder so. Letztens erst hat der Daniro den 16. Part von Final Fantasy 7 Remake bearbeitet. Und da der Daniro nicht viel Platz auf seine Festplatte hat und solche Videos unglaublich groß sind, löscht er die unbearbeiteten Videos, nachdem er sie bearbeitet hat. Blöd nur, dass der Daniro den 17. Part bearbeitete und ihn als 16. umbenannt hat und danach die Rohdatei des 16. Part löschte. Nachdem der Daniro allerdings seinen Fehler bemerkt hatte, war es schon zu spät. Denn die Rohdatei vom 16. Part war schon in den ewigen Weiten verloren gegangen. Tja, war schon ein bisschen blöd von dem Daniro. So, und damit geht's auch wieder weiter mit unserem gewohnten Programm. Tschüss. Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir rocken noch hier so ein bisschen bei der Musik ab, ne? Schaut euch an Clouds Gesicht ab, ja, er liebt diesen Song. Und ja, wir waren in der letzten Folge noch ein bisschen die Lichter hier am Ausknipsen von Sektor 4, ja, und wir versuchen uns noch mal hier an diesen Dingen. Und bitte sagt mir, ich muss ja nicht wieder diese Gegner besiegen. Das gibt's jetzt nicht. Oh, da ist jetzt so ein kleines Vieh. Okay, das wird ja wohl zu schaffen sein, oder? So, erst einmal. Wir sind gar keine Viecher. Okay. Dann machen wir den hier. Das ist Barrett, der hier am Schießen ist. Stimmt ja, er kann ja ausschießen. So. So, Stufe 16. So, jetzt kann man das ausmachen. Gut. Ja, der erste Versuch hier letztes Mal, da war natürlich wieder nur so, ja, ja, das sollst du eigentlich nicht zum ersten Mal schaffen und so. Ja. Ach, wir sind hier in den Dingern. Oh, rot. Das bedeutet Beschwörung. Eine Beschwörermaterie? Wunderschön. Frag mich, was da für eine Esper drin steckt. Ich auch. Schokoboden Mogri. Wer will das haben? Tiefer? So, nur so zu gucken. Das gibt Magie plus 2, Glück, magische Attacke. Ja, eigentlich mehr was für Cloud, so, ne? Magische Attacke, wo ist magische da? 103, der hat alles am höchsten, ne, der hat nicht alles am höchsten. Oh, ich sehe gerade, kann man gar nicht aufleveln, da steht Maximum schon. Ja, okay. Ja. Ja. War relativ witzig, die Beschwörung im Original. Und da kommt so ein fettes Viech irgendwie vom Himmel geflogen oder jetzt mit dem Schokobo hier durch die Gegner durch. Das ist, glaube ich, die erste Beschwörungsmaterie, die man bekommt, nachdem man Midgar verlässt. Auf der Schokobo-Farm kriegt man das passenderweise. Deswegen habe ich mich schon gewundert, warum man als erstes schon Ifrit bekommt. Das ist, weiß ich nicht, das ist die zweite oder dritte, die man eigentlich bekommt. Also stärkere. Aber die nehme ich mal, ist verpassbar, ne? Weil wenn man das jetzt hier nicht gemacht hätte und direkt mit der Story weitergemacht, dann hätte man das vielleicht gar nicht bekommen, ne? Bonk. So, Tiefer, du hattest ein Level up, das heißt, bei dir können wir noch mal irgendwie was lernen, ne? 6 Dinger. Hat sich schon mal finden lassen, ne?
Das ist ja nicht Materia-Slots oder so, ne? Ne. So, irgendwas hier. Schaden von den Festungen plus 10%. Schnelligkeit. Ich weiß gar nicht, was Schnelligkeit überhaupt bringt in dem Spiel. Schaden von den Festungen. Aber dann setze ich meine Festung ein. Ja. Dann warten wir. So, wie sieht's hier mit aus? Schnelligkeit plus 3. Schaden durch Hinterhalt. Schaden von Sprungangriffen. Ne. Warte mal. Jetzt weiß ich auch, warum man die zurücksetzen kann, die Dinger. Damit man die, weiß ich nicht. Wenn die weiter hochleveln und so, dann kann man sie ja gar nicht alle hier bekommen, so richtig. Lohnt sich vielleicht doch mal, die hin und wieder mal so zurückzusetzen, wenn man irgendwas Bestimmtes sucht. So, wir haben alles erkundet, ne? Ich meine, wir haben ja alles eingesackt. Dann gehen wir mal weiter. Ein Beschwörungsmaterial bekommen. Selbst wenn wir die nicht einsetzen, Tifa bekommt ein paar Werte dazu. Lift-Elektronik wird aktiviert. So, wenn ich mich nicht irre, müsste bald ein Bosskampf kommen. Ich frage mich, wie sie den umgesetzt haben. Komm auch wieder. Scheiß Metalllabyrinth. Oh, Barrett, komm, nicht auf meinen Kanal. Das ist ein jugendfreier Kanal hier. Mit jugendfreien. Mit jugendfreien Begriffen. Jetzt kommen wir zum Reaktor. Was für ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ich liebe Marco. Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell, schneller, komm zu mir. Ich glaube, du sollst echt mal zum Arzt gehen, so wie das Cloud am Anfang gesagt hat. Hörst du in ihre Stimmen? Ja, natürlich. Dann geh zum Arzt. Bist du schon mal damit zum Arzt gegangen, Barrett? Sollst du vielleicht mal überlegen? Ich wusste, ja kommt irgendwas. Da. So. Oh, du hast meinen Angriff abgebrochen und ich muss trotzdem nachladen. Da ist ja richtig dämlich. So. Die kann man noch nicht mal schocken. Na, super. Aber ich habe mal bei den Waffengeschicklichkeiten hier guckt und mit Barrett muss man Gegner schocken, um seine Waffe hier, damit er irgendwie, weil man muss ja die Waffen hier leveln. Ich will da oben das Piech. Oh, ehrlich. So. Mit Tifa muss ich eigentlich nur, warte mal, du bist doch nicht. Doch, irgendwie bist du nicht neu. So, mit Tifa muss ich irgendwie normale Angriffe machen. Kombos, meine ich. Ich weiß nicht. Jede Waffe hat ja irgendwie so eine Fähigkeit und die kann man ja lernen, wenn man die oft genug einsetzt. So, ich glaube, die Viecher sollten wir einfach mal kaputt hauen hier. Cloud. Oh Gott. Warte mal, Chakra. Huja! So, Cloud. Nein, Magie. Mach den mal platt hier, der macht mir ein bisschen zu viel Schaden. Wurdest du gerade angegriffen, als du diesen Zauber einsetzen wolltest? Cloud wird gerade die ganze Zeit zugeballert. Ja, so kann man ja auch. Barrett. Hilf mal Cloud. So. Ah, da ist auch noch eins. So.
Ja. Sehr gut. So, so heil ich mal. Ja. Man sieht auch, wir machen hier so ein bisschen Eisschaden, ne? So, Entfesselung. Ich meine Entfesselung abgebrochen, glaube ich. In die Fresse. Nein, bin kaputt. Viel Erfolg. Zieh dich zurück. Hier kommt Barrett. Und in die Fresse. So. Gleich sind wir am Treffpunkt, den wir mit Bix ausgemacht haben. Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. War ja nicht nur so ein Ort zum Chillen, aber ich weiß nicht, ob die Gegner wieder respawnen, ne? Also lassen wir mal. So, mal eine Runde heilen. Machen wir mal, ne? Ne. So, lass mich raten, da oben ist wahrscheinlich eine Bank, ne? Zum Chillen. So, ich weiß aber, was für ein Boss bald kommt. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dieser Boss ist. Ich habe übrigens was herausgefunden. R1, boom. Jetzt kann ich hier alle Dinger machen. Weiß nicht. Mach mal so. So, als hat Siegewitter ausgerüstet, ne? Und jetzt kann sie mit ihren normalen Angriffen ihr Blitzschaden anrichten. Und ich weiß, dass wir bald gegen einen Roboterboss kämpfen müssen. Das ist der Vorteil, wenn man das Spiel schon gespielt hat, ne? Das Original. Man weiß, was auf einen zukommt. Ja, ich nehme an, dieser Boss ist natürlich wieder anfällig gegen Elektro, weil Roboter. Komisch, dass niemand versucht, uns aufzuhalten. In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runter gucken. Vorsicht, frisch gestrichen. Okay. Wie gesagt, ich zeige euch das einfach mal, weil zu erklären, weil nicht hier. Schwertsturm, Schockschuss. Ja. Gegner schocken, Geschicklichkeitsbonus, ne? Und bei ihr war, kann man mit normalen Angriffen ausführen. Irgendwie bekommt sie aber nicht dadurch. Und den Gegner einzuschüchtern. Gegner niederstrecken. Und ja, wenn er der Geschicklichkeit 100% erreicht, dann lernen wir irgendwie die Fähigkeit, die in dieser Waffe drin ist. Auf ewig. Und das will ich dann mit dem Bein auch noch machen. Aber ich dachte, dafür muss ich die auch steuern, ne? Was ist? Nichts. Aber so langsam wird's ernst. Ich bin nervöser. Okay, Medaille. So Nervosität werde ich auch nie los. Wie gefällt euch eigentlich so die Synchro? Mir gefällt's eigentlich gut. Also, wenn ich ist so auf Paar von Final Fantasy 15 eigentlich. Weiß gar nicht, warum ich das Spiel überhaupt auf Deutsch komplett gespielt habe. Ich hatte einfach Bock drauf, ne? Deswegen habe ich das jetzt hier auch auf Deutsch lassen. So, normalerweise würde ich dann irgendwie auf Japanisch Synchro oder so hin und her wechseln. Aber ja. Hey. Gnade. Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Warte, warte, ich bin Spix. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Bix! Ich wusste auf dich, es verlass! Und wo sind die anderen? Bix. Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären,
Aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später. Ich bin stolz auf dich. Logo. Legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Erstmal müssen wir da rein. Da will ich jetzt sehen, wie Barrett da durchkommt. Soldat, eine Spezialeinheit von Shinras Sicherheitsbehörde. Soldaten des dritten Ranges sind an Kampfrand den Gardisten haushoch überlegen. Also, Mako fängt man Ratten. Weiter nach links. Viertel 7. Und zwar, zack, zack. Wir brauchen mehr Licht. Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Okay, ich glaube, wir sind doch noch ein bisschen weit entfernt vom Boss, Marco, wenn der Typ noch da ist. Ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Das ist der Geruch des Sieges. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja, sind fast am Reaktorkern. Dann los. Jetzt, wo mir so auffällt, ist ein Kapitel ja eingeteilt, das Spiel. Ich hätte eigentlich pro Kapitel ein anderes Intro machen können, ne? Aber ich mache, weiß ich nicht, so relativ spontan hier alles. So, Sturmgewehr. Boah. Einmal die Schaden erleiden. Was? Avalanche Credo, das ist neu. TP eines Gefährten ein, begrenzt auf einmal während des Effekts. Oh Gott, da ist er viel schwächer als. Gibt ihn Magie, aber ja. Oh, zwei. Okay, tun wir erstmal hoch. Ich habe noch nicht mal sein anderes Ding hier. Die eine Fähigkeit gelernt. Erstmal mal gucken. Zusätzlicher Materia-Slot. So, diesmal gucken wir. Erweitert den Materia-Slot. Boom. Jetzt könnten wir ihn eigentlich Blitz geben, ne? Schaden von normalen Angriffen. Also wird er immer irgendwie normal angreifen, ne? Oder nicht? Ja. Die KI gestalten Charaktere, die scheinen relativ gut zu blocken, so wie ich das gesehen habe. Ich habe irgendwie gesehen, Cloud hat die ganze Zeit irgendwie so ein KP nur abgezogen bekommen. Also nehme ich mal, der war die ganze Zeit am Blocken immer, ne? Von diesem Kampf gegen diesen Dings hier, gegen diese Geschütze. So, dann tun wir physische Attacke noch erhöhen. Wo ich ja eher das Gefühl hatte, das Ding ist mehr so auf Magie ausgelegt, ne? Statusresistenz, physische Abwehr plus 5. So, jetzt würde ich schon gerne schon wieder Planänderung. Jetzt hat er nämlich zwei verbundene Dinger. So, Barriere. Da geben wir ihn aber, also nicht. Gewitter, Glut. Geben wir ihr. Barriere, das sollte ich vielleicht auch mal einsetzen, eine Barriere. Jetzt hat sie Glut, behandeln, heilen. So, heilen.
Behandeln, Glut, Luft. Nur aus Frost und Heilen. Nimmst du jetzt mal, weiß ich nicht. Ich hätte eher Feuer anstatt Eis. Wenn du nichts dagegen hast, Tifa, ne? Gut. So, bin zufrieden. Weiter geht's. So, jetzt tut Barrett mit jenen. Da er ja immer irgendwie den Gegner trifft mit seinen Schüssen, würde ich sagen, das ist am besten angelegt bei dem. Wie geht's jetzt weiter? Durchquetschen, ne? Oh, wie praktisch. Ach hier. Alter, vor Coolness. Also. Ich hab das gescheckt, was er damit meinte. Warte mal, hast du gerade gesagt, ich bin cool? Oh, danke, Barrett. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel. So, muss ich doch erstmal hier umschauen. Super Trank. Hey, seht mal, wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen, so viel Foreshadowing. Nur eins. Die Flucht. Ha, zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Ist das nicht der nächste Boss? Oh, Leute. Das ist doch schon mal passiert gerade. Mit dem letzten Boss. Na gut, sobald wir auf so eine Brücke sind, weiß ich jedenfalls, dass der nächste Boss kommt. Was hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erst der Gelegenheit die Flucht ergriffen. Das war eigentlich, ich wollte gerade nachgucken, ob wir geheilt sind. Holo Drive. So. So, warte mal, wirksam, was das bin. Ja, den werden wir auf jeden Fall. Ich habe gar nicht die neue Waffe ausgerüstet, merke ich gerade. Wie soll ich denn mit ihm? Wie soll ich denn mit ihm Gegner schocken? Also die Gegner schon mal nicht, sind mir zu schwach. Nur noch ein Stück. Nee. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. Limonenfrisch. So, ist genau das gleiche Layout wie beim letzten Reaktor, ne? Macht ja Sinn, ne? Ich glaube, im Original auch so, ne? Halt, diese Drohne da hinten. Muss nah genug ran, um nicht zu treffen. So. Schuss mit Schockpotenzial groß. Ja, ich sehe es. So, geschockt. Ich würde gerne mal irgendwie, weiß nicht, den seine Buff hier ordentlich erstmal hier leveln. Also den Effekt lernen. Ich weiß nicht, wie man das lernt. Wie man das nennt. Dafür muss ich halt Gegner schocken. Wo? Immer schon zwei. So, läuft auch. Ha. Aber normalerweise steht dann irgendwie was von Geschicklichkeitsbonus oder so, ne? Irgendwie habe ich das jetzt nicht gelesen. Ja, bekommt aber 70%. Ja, komm, schaffen wir. Da kriegen wir hin. So, ich heile uns mal wieder. Beziehungsweise Cloud und Barrett. Und sehe schon die nächsten Geschütze. Achtung! Oh, die Türsteher! Ja. Ich kümmere mich erstmal um das Ding hier. Schwäche. Na, kann ich geschockt werden, Dreck. Ja, machen wir trotzdem kaputt. Das
So. Wo? In den Hintern. Ich will. Ach, ich habe ja gar nicht mehr. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. So, du, frisst das. So. Nee, nicht der, der hier. So, nee, lass mal ihn, Barrett. Schwäche, 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 Schwäche. Schwach, wach, 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 wach. Na warte, ich werde dich schocken. Da wirst du geschockt sein, ey. Gott. Der setzt jetzt auch diesen Angriff ein. Ich die überhaupt schon. Ja. Warte. Oh. Ah. Oh. So, jetzt du. Oh, ich habe keine. Ich dachte, ich hatte gerade. Fertigkeit gemeistert. Ha. So, warte, ich habe doch gar nicht geschockt. Da muss ich einfach nur einen Angriff einsetzen. Es ist einfach so einfach. Cloud, tu mal große Heilung auf Barrett machen. Warte mal. Weißt du mal eher zu Angriff, ne? Schwierigkeitsbrutal. Na, ich muss einfach nur die Angriffe einsetzen. Die mir ja die ganze Zeit sagen, ja, die Fähigkeit Zusatzangriff gelernt. Da. Warum sagen die mir dann hier so, ja, du musst Gegner schocken oder so was, ey. Also ein Kampf, hat schon wieder alle Sachen gelernt, ja. Nee, nicht so dolle. Das Spiel lügt mich an. Das ist unehrlich mit mir. So wie ich in meinen Dark Souls Let's Play auf meinem englischen Kanal. So, okay, minus ein Angriff. Ja, ah, da sind auch so Verbindungsdinger, gut. So, ich muss, das alle muss auf ersten Platz sein, Zusatzeffekt, sonst stört mich das. So, du hast jetzt die Fähigkeit Schockschuss gelernt, auf ewig, ne, egal welche Waffe du ausgerüstet hast, ne. Du hast schon alle Sachen gelernt. Du hast auch schon alle Sachen gelernt. Gut, dann weiter. War ein erfolgreicher Kampf. Also muss ich eigentlich nur die neuen Angriffe einsetzen, ne? So wie ich das verstehe. So. Waren beim letzten Mal auch so wenig Wachen da? Nee, ja, da gab es ein bisschen mehr zu tun. Was? So bin ich letztes Mal auch dadurch spaziert einfach. Na, Schutzweste. Du hast eine Schutzweste. Was ist das hier? Mondsichel Talisman. Wenn ein Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Ah, okay. Nee, dann tue ich doch lieber das hier nehmen. Zwei mehr Abwehr. Also. Ja. Nicht. Es kommt noch mal dieses Skorpion, pass auf. Ach, da meinten die mit Wache. Ja, dieser Skorpion, genau. Und ja, Zeit wieder ein bisschen edgy zu sein.
Alles aber ich glaube, die sehen der Kamera original vor. Diese Rückblende. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber ich muss ja hier trennen können, ne? So. Sind wir noch mal eine Bombe, ne? Aber diesmal nicht so stark, ne? Mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick. Kavum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Na gut. Jetzt müssen wir nicht durch diese Tür, ne? Wir müssen wieder da hochklettern, ne? Hey, Moment! Hey. Das Timing ist zu perfekt. Wir haben noch keinen Timer. Wirklich beobachtet? What? Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer Ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Schmittenkar übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Der nicht gut. Vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung sind wir euch eigentlich völlig egal. Shinra-Konzerns eine sofortige Mach schon. Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass auf die Täter und ihre Motive. Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgards haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhepunkt. Der Blechklotz. Unser neuester Geniestreich, ein fulminantes Waffensystem. Der Airbuster wird ein Exempel. Airbuster, genau. Bericht des Wartungstrupps. Der Airbuster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. In Naruto run hier einfach rein. What? Oh, du bist neu. Du bist leicht zu schocken. Mach ich vielleicht erstmal aus und dann analysiere ich. Boom. Zeig mir deine Schwächen, Baby. So, warte mal, euch hab ich noch einen Kopf. Boom, Konter. Boom, Konter. So, jetzt machen wir. So, Oh, jetzt ist die neue Waffe, stimmt. So, setzen wir einfach die neuen Fähigkeiten ein, ne? Kommunizier ab, die Schaden erleiden. Was? Ah! Was? Ich verstehe jetzt nicht genau, was dieses Dings gemacht hat, aber ich habe Geschicklichkeitsbonus bekommen, also. Ja.
in die Fresse. Das ist einfach die ganze Zeit ein. So, wenn man lernt, man hat das schon ausgewichen. Was? Ah, du bist noch dieser. Den habe ich schon erledigt. Ey. Hier weicht aus. Erstmal nachladen. Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen! Auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Diesen Vorschlag stimme ich zu. Ja. Ja, gut, dass all die Leute hier irgendwie, weiß nicht, zu würdigen schätzen, was wir hier machen, ne? Barrett. Gut. Dann muss ich sagen, ich mache hier einen Schnitt. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Und wir werden uns dann wahrscheinlich mit diesen, also spätestens, wenn ich jetzt nicht vorher schon gesagt hätte, dass wir gegen das Viech kämpfen müssen, jetzt wäre es ja schon ein bisschen offensichtlich gewesen, ne? Also ja, von daher, ja, im nächsten Part werden wir höchstwahrscheinlich gegen das Viech kämpfen und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.